Ich wünschte mir, ich könnte alles in unserer Wohnung mit dieser Frau designen, aber da kommen wir hin. Was machen wir im heutigen Video? Wir bestellen, slash schauen, slash designen heute die Küche. Besser gesagt, sie macht das. Ja, wenn ihr den IKEA-Vlog gesehen habt, wir kaufen keine Küche aus dem IKEA oder aus einem Möbelhaus, sondern wir lassen extra eine Küche anfertigen. Es war ein Ingenieur da, der hat alles vermessen. Die Küche dauert dann circa 1 bis 1,5 Monate, bis sie geliefert wird. Und wir treffen uns heute mit der Interior Designerin und gehen die ganzen Designs durch, Ideen durch. Es wurde schon eine Skizze angefertigt, wie die Küche aussehen könnte. Und wir besprechen alles. Du hast die Tür so geschlagen. Echt? Ja. Hier sind wir reingegangen. Wo? Hier? Hier. Ja. Welches Stockwerk sind wir gefahren? Leute. Ganz kurzer Outfit-Check, Leute. Was sagt ihr? Ich habe extra dieses Durag angezogen, was nicht vom Grünton zu der Jacke passt. Und sagen wir heute, wow. Bisschen Englisch ist es, oder? Mit dem Halstuch. Weiß ich nicht. Vierter Stock vielleicht, oder? Ich weiß es nicht. Oder war es 8. Stock? Und ich glaube, es war 4. Stock, Apartment 8, aber ich bin mir nicht sicher. Wir fahren jetzt einfach in beides. Der Aufzug ist ein bisschen gruselig. Findest du? Ja. Vintage. Hier. Apartment 42. Es wird zu wild, weil wir haben ihr nicht gesagt, dass sie mit der Kamera kommen. Soll ich sie kurz ausmachen? Ja, und dann sage ich ihr, dass wir ein bisschen für uns mitfilmen. Ja. Für YouTube. Für YouTube. Alter. Was ist schön? Dieses hier. Ich liebe sowas. Aber das sieht noch nicht so edel aus. Die müssten tiefer sein, finde ich. Jetzt schauen wir uns das Ganze mal an. Jetzt kriegen wir erstmal Getränke. Wie ist das? Aber so funktioniert es, wenn man eine Küche kauft und sie designen lässt. Ich glaube, das weiß auch nicht jeder. Ich habe es auch noch nie gemacht. Du? Nee, ich auch noch nicht. Das ist jetzt mein erstes Mal. Man fühlt sich cool an. Fühlt sich cool an? Ja. Wenn man so selbst alles selbst entscheiden kann und es dann gemacht wird, ist besser als wie so eine vorgefertigte, man kann nicht wirklich noch was verändern. Natürlich kann man so Farbe etc. noch irgendwie verändern, aber nicht ins Detail. Ist alles nur Showroom, ich denke die Wasserleitungen so sind nicht angeschlossen. Also ich denke mal, wir schauen jetzt mal. Safe nicht? Nee. Genau, aber es ist ein Showroom. Es ist nur zum Zeigen, hier hat man noch einen schönen Spiegel. Hier diese schöne Wohnzimmerecke. Ich wünschte mir, ich könnte alles in unserer Wohnung mit dieser Frau designen, aber da kommen wir in Teufelsküche. Ja. Für was sich dieses ganze Spektakel hier auch lohnt, ist, man kriegt umsonst Getränke. Okay. So, it's basically an drawers are finished. So it's basically this and this next to each other. The same look. Okay. Die Küche ja krass gezeichnet. Da kommt dann auch, glaube ich, noch eine 3D-Zeichnung, aber ich bin mir sicher. Shall I continue? Yeah, yes, of course. Okay. Just don't mind the camera. Also hier ist der Eingang. Hier hatten die jetzt eigentlich geplant, direkt neben den Eingang den Ofen zu machen. Habe ich aber gesagt, das ist blöd, weil dann müsste man die ganzen Leitungen von hier, unser Ofen ist aktuell hier, hier rüberziehen zwischen Badezimmer, viel zu viel Aufwand. Somit bleibt der Ofen, wo er ist. Und hier könnte man den Sink hinmachen, weil hier schon die Leitungen sind, weil hier das Badezimmer ist von dem Sink. Hier Tisch, Kühlschrank. Okay. Hier noch eine Ablagefläche. Not bad. Terrassenzugang. But the microwave will be gone. Ja, genau. Hier kann man aufs Dach hochgehen. Also die machen schon sehr, sehr saubere Arbeit, muss man ehrlich sagen. Und man halt einfach, ich sag mal so, in Ägypten kann es öfters mal passieren, dass man nicht saubere Arbeit bekommt. Aber das hier sieht vernünftig aus. Schaut mal, Interior-Designer denken an so etwas. Das hier ist ein Stoff, damit, wenn ihr hier drin Kartoffeln habt, Zwiebeln, überhaupt Obst, Gemüse, dass es atmen kann. This one goes with the vintage look. But do we have all the cabinets closed, like without any glass, or we have some cabinets too? It's nice. Hmm. With light energy? Yes. Es geht gerade um die Frage, ob wir Glas- oder Holzunterlagen nehmen. Like,
Also ich finde, einen Schrank könnte man schon mit Holz machen. Das ist auch kein preislicher Unterschied, haben die jetzt gemeint. Wenn so sein. Ja? Die anderen Parallels. Okay. Mit so. But this is real wood? Or pressed? No, pressed. Okay, yeah. Das wäre jetzt für die Küchenschränke unten. Ja. Yeah. Und das für die Kabinetts oben, also die Küchenschränke oben. Ist ein bisschen heller hier. Ja. Oh, auch nice. I like sandy colors. I think better than just plain white, because already the wall is white, so I no need to. Yeah, it's much nicer. Diese Farbe geht nicht? Nicht. Why? Because of the floor? No, but... Show me the floor. It's too... I have. No, some... you're going to change it? Yeah. Iowa, yes. The whole floor. Yes. Diese Griffe haben wir genommen. Schön, was sagt ihr? Ich finde sie schön. In the sink and maybe the corner unit. That's it. So you're not gonna have a lot of handles. And also a handle for I know for what? For the knives, forks. We have a cabinet for the knives and forks and all that stuff. You can put it in the drawer. Like this is our kitchenette. Yeah. And usually the inside is white. Usually. Okay. Yeah. Okay. Now don't look at the kitchenette and it's not organized. Yeah. 1,90. 1,90. Großer Junge. Nee, das ist auch. Jenny, sowas gibt's. Das hier? Das hier? Nein. Was Impossible? Ist das? It's stains. This is marble. Mm. Echt? Okay, schade. Und was ist, wenn wir in das hier gehen und sowas, das wieder zum Holz passt? Nein, ich will helle Countertops. Das ist schön. Ja. Gräulich mit Beige, mit Off-White, mit so. Ja. Okay, so sieht's aus. Und manchmal nur gibt es ein Stück, das so ist, aber das war eine Exception. Granit, Arbeitsfläche. Zweimal so teuer wie das normale, oder? Ja. Jetzt haben wir die Materialien ausgesucht für die Küche und bekommen dann heute oder spätestens morgen eine 2D-Zeichnung, wie alles, wo, was steht etc. Jetzt werden wir noch was Kleines frühstücken gehen und dann war es das auch mit diesem Video. Aber ich fand es einfach mal interessant, euch zu zeigen, wie es funktioniert, wenn man sich eine Küche komplett selber designt. Es müssen jetzt auch vielleicht, weil der Sink vielleicht ein bisschen woanders hinkommt, müssen vielleicht, also muss der, wie heißt das? Klempner? Ist das ein Klempner? Der Klempner. Lama. Und Sink ist was? Sink ist das Becken, Spülbecken. Muss dann, wird ein bisschen verschoben, das heißt, man muss dann entweder Schläuche rüberziehen. Also keine schlimme Arbeit, aber man muss halt machen. Das hier ist aber jetzt wirklich nur ein Part gewesen. Wir waren hier schon mal, dann kam ein Typ zum Vermessen. Das hat auch ein bisschen gedauert. Den mussten wir auch schon vorher bezahlen. Wenn wir aber jetzt eine Küche bei denen kaufen sollten, dann wird das mit der Küche verrechnet. So oder so werden die ihr Geld machen. Aber es ist auch ein gutes Angebot, sage ich mal, wenn man dafür von Grund auf alles selber mitentscheiden kann und so einen Service hat. Für alle Leute, die mich auf Instagram gefragt haben, Burger King in Kairo. So, schauen wir mal, was die Bäckerei hier so hat. Holen wir uns irgendwas zu essen. Boah, die Croissants sehen lecker aus, Mann. Okay, I take plain. One of this. Plain. One. This is plain. Yes, plain. And here, this one. Schokolade. Das wollte ich euch mal hier zeigen, Leute. Was sagt ihr dazu? Wasser in einem Joghurtbecher. Boah, und schmeckt geil, Alter. Ist gutes Wasser. Willst du einen Schluck Wasser aus einem Joghurtbecher? Nee, danke. So, danke dir auch. Also ich sag mal so, wir sind hier irgendwo in einem Supermarktbäckerei. Sie ist super schön angerichtet. Cappuccino mit einem Herzchen. Extra Schokosoße für die Croissants. Pain au Chocolat. Ich hab Hunger. Und wenn ich Hunger habe, interessiert mich die ganze Küche nicht. Boah. Das ist nicht plain, Mann. Käse. Aber es ist geisteskrank gut. Probier das mal. Oh nee. Ich mag keine herzhaften Croissants eigentlich. Wie läuft meine Diät? Mäßig läuft Samias Diät. Mäßig. Das hier finde ich schon sehr, sehr wild. Boah, das ist ja übertrieben lecker, Mann. Freunde, hier würde ich auch das Video beenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gezeigt hinter den Kulissen, was wir so hier tagtäglich machen. Danke für den Support. Ich küsse euer Herz.
diese sympathische Couple. Nes K.A. Grüße gehen raus.